Hatten Sie heute auch das Gefühl, mit so einem Springseil unterwegs sein zu müssen und ganz schön fit eigentlich durch den Tag zu hopsen? Boah, das kostet ja ganz schön viel Zeit und Kraft und Anstrengung. Oder wie oft schaffen Sie es denn noch? In Kindertagen habe ich das ganz schön oft geschafft, aber jetzt bleibt mir ganz schön schnell die Puste aus. Das Leben ist kein Ponyhof, das Leben ist kein Kinderspiel. Und für das, was wir zu erledigen haben, für das, was man von uns fordert, brauchen wir einfach ganz schön viel Kraft. Woher die Kraft denn nehmen? Wer schenkt uns immer wieder neue Kraft? Ich lade Sie ein, heute an diesem Abend aufzutanken, sich von Gott noch einmal neu die Hände füllen zu lassen, dass Sie spüren, das müde Herz kommt zur Ruhe und bekommt neue Kraft. Der Herr möchte uns diese Kraft schenken. Er verspricht es in der Bibel, in seinem Wort: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Sie müssen nicht alles schaffen. Sie müssen nicht ständig auf Hochleistung funktionieren. Sie dürfen auch schwach sein und sich überraschen lassen, was die Kraft Gottes in ihrer Schwachheit alles bewirken kann. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.